Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute gibt es Eindrücke vom zweiten Stickerball auf der Sonnenkönigin. Wir haben Backstage-Bilder von der Ländle Talk-Aufzeichnung am Flugplatz Hornems. Und es gibt auch heute die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Am Freitagabend ging der zweite Stickerball auf der Sonnenkönigin in Bregenz über die Bühne. Einige Bilder davon sehen Sie jetzt. Traumhafte Roben, eine atemberaubende Atmosphäre auf der Sonnenkönigin und noch dazu ein perfektes Wetter. Der Stickerball 2013 war wieder ein voller Erfolg. Gäste aus nah und fern ließen sich den Anlass nicht entgehen und kamen natürlich in ihren schönsten Gewändern. Dass die Sonne sich auch noch zeigte, war wohl ein gutes Omen für den Abend. Unter anderem kamen die Gäste mit dem extra eingerichteten Sonderzug von Lustenau nach Bregenz und mussten dann nur noch die paar Meter Richtung Boarding gehen. Schon der Eingangsbereich war fast wie ein Laufsteg, vor allem die Damen beeindruckten hier mit schönen Kreationen, dazu aber später mehr. Der Stickerball findet zum zweiten Mal auf der Sonnenkönigin statt. Das Ambiente und die Voraussetzungen sind hier perfekt und das bekamen auch die Gäste zu spüren. Auf dem Sonnendeck ließ man es sich mit Musik von Martina Breznik und Band einfach gut gehen. Als dann wirklich alle Gäste auf dem Schiff waren, starteten die Maschinen und die Sonnenkönigin lief zu einer Ausfahrt aus. Nachdem gut gespeist wurde und das Schiff wieder im Hafen angelegt hatte, kam es zum Highlight des Abends. Nachdem sich Hannes Schenkenbach und Markus Riedmann zuerst bei den Sponsoren bedankten, eröffnete die Weltklasse-Akrobatin Natalia Makauli den Abend. Mit ihrer großartigen Show brachte sie das Publikum in die richtige Stimmung für die große Modeschau. Zahlreiche Stickereikreationen wurden präsentiert, eine Augenweide für die Besucher. Ja, natürlich ist man stolz, ist immer am Anfang die Nerven kribbeln, klappt's nicht, was kommt. Wir haben teilweise die Modelle auch nicht gesehen, weil das war den Designern freigestellt, was aus den Stickereien gemacht wurde. Aber ich glaube, der Applaus des Publikums hat uns recht gegeben. Wir haben auf die richtigen Pferde gesetzt und von daher gesehen sind wir natürlich stolz. Natürlich, Stickerei war früher eigentlich nur für Könige gedacht, hat natürlich Gott sei Dank den Einzug auch in die normale Haute Couture gefunden hat, jetzt inzwischen, wie wir gesehen haben in der Modeschau heute, auch im Streetwear seine Berechtigung. Also Stickerei ist auf jeden Fall tragfähig und salonfähig und kann von alt und jung, und der Appell geht auch natürlich an die jungen Leute, getragen werden. Und von daher gesehen, glaube ich, ist man mit Stickerei immer gut angezogen. Eine Veranstaltung wie der Stickerball braucht natürlich ein kompetentes Team im Hintergrund, welches alles organisiert. Wir haben gemerkt, dass Facebook ein sehr wichtiges Medium ist in diesem Bereich. Wir haben sehr viele neue Leute gewonnen durch Facebook und es geht sehr schnell und sehr unkompliziert, einfach Neuigkeiten da zu vermitteln und auch eine Stimmung rüberzubringen, und das fällt uns. Und wir haben auch jetzt live immer wieder Bilder geschickt und man merkt, es kommt sofort Feedback. Und das ist schön, wenn man merkt, die Leute nehmen teil, sind live dabei, auch wenn sie vielleicht nicht auf der Veranstaltung sind, aber sie schauen rein. Schön. Nach einer weiteren akrobatischen Einlage auf der Bühne nahm der Abend dann mit Musik von Martini Del Mar seinen Lauf. Der Stickerball 2013 zeigte wieder, dass die Vorarlberger Stickereiwirtschaft absolut boomt und vor allem mit der Zeit geht. Die feinen Gäste des Stickerballs können das wohl alle bestätigen. Den gesamten Bericht zum Stickerball gibt es diese Woche im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit aktuellsten Nachrichten des Tages. Endgültiges Aus für Korridorvignette. Die im September 2008 eingeführte Korridorvignette für das Teilstück der A14 zwischen der Staatsgrenze zu Deutschland und der Anschlussstelle Hornems läuft am 3. Juli aus. Bregenz kämpft weiter für die Beibehaltung der Vignette. Für Verkehrsministerin Doris Bures ist dieses Thema aber abgehakt. Ab morgen gilt also Vignettenpflicht. Land und Gemeinden bekräftigen Partnerschaft. Landeshauptmann Markus Wallner und der neue Gemeindeverbandspräsident Harald Köhlmeier erklärten nach ihrem ersten Arbeitsgespräch am Dienstag, dass Land und Gemeinden ihre Partnerschaft fortsetzen wollen. Mit rund 7,5 Millionen Euro wurden die Gemeindekassen im vergangenen Jahr entlastet. Diese Summe soll es auch heuer und in den folgenden Jahren geben. 5 Millionen Euro davon werden die Gemeinden als Folge der Gehaltsreform an den Spitälern für die Spitalsbeiträge verwenden, so Köhlmeier. Und neuer Bürgermeister für Zwischenwasser. Nach 33 Jahren an der Spitze der Vorderlandgemeinde Zwischenwasser hat sich Langzeitbürgermeister Josef Mattis am Montagabend in den Ruhestand verabschiedet. Neu zum Bürgermeister gewählt wurde Kilian Czabrun.
Heute wurde erstmalig der Ländle-Talk am Flugplatz Hornems aufgezeichnet und wir haben einige Backstage-Bilder für Sie zusammengefasst. Ein ganz besonderer Drehort stand am Dienstag für das Team von Ländle TV auf dem Programm. Direkt auf dem Flugfeld am Flugplatz Hornems wurde die neue Staffel Ländle Talks aufgezeichnet. Zahlreiche Persönlichkeiten aus ganz Vorarlberg stellten sich dabei den Fragen der Ländle TV-Moderatoren Bianca Oberscheider, Philipp Fasser, Günther Oberscheider und Marc Gechter. Themen gab es viele, so wurde neben den motorisierten Fluggeräten auch über Segelflieger und auch über das Fallschirmspringen gesprochen. Als Gesprächspartner waren unter anderem Reinhard Flatz, Jürgen Albrecht und Gunther Fenkert mit dabei. Die Ländle-Talks vom Flugplatz Hornems sehen Sie dann ab Ende Juli hier bei uns auf Ländle TV. So viel von der Ländle-Talk-Aufzeichnung und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten aus der Welt des Sports. Klarer Erfolg für Vorarlbergs Ringervereine bei den österreichischen Freistilmeisterschaften der Schüler. Ganze 23 von 49 Medaillen gingen an die Ländle-Sportler. 140 von 306 Mannschaftspunkten zeigen die Vormachtstellung der Vorarlberger im Nachwuchsringsport. Der KSK Klaus rundete das Ergebnis mit dem Sieg in der Mannschaftswertung und im Austria-Vereinscup sowie dem ersten Platz beim Roten Band für die beste Jugendarbeit Österreichs. Wie gestern bereits berichtet, haben wir diese Woche ein ganz besonderes Gewinnspiel für Sie vorbereitet. Und zwar findet am 7. Juli die Rolls-Royce-Sternfahrt vom Rolls-Royce-Museum Dornbirn nach Luzern statt. Und ein Platz im Rolls-Royce-Phantom ist noch frei und den gibt es diese Woche bei uns bei Ländle TV der Tag zu gewinnen. Jeden Tag gibt es am Ende unserer Sendung ein Rätsel. Wenn Sie die gesuchten Buchstaben am Ende der Woche zusammensetzen, ergibt dies das Lösungswort. Heute sehen Sie nun den zweiten Buchstaben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und bin dann morgen wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss. Gewinnen Sie mit Ländle TV und dem Rolls-Royce-Museum in Dornbirn eine Fahrt mit dem Rolls-Royce-Phantom inklusive Besichtigung des Verkehrshauses in Luzern im Wert von 2000 Euro. Lösen Sie diese Woche einfach unser Rätsel und setzen Sie das Gewinncodewort richtig zusammen. Der zweite Buchstabe ist der erste Buchstabe des Nachnamens unserer Moderatorin Bianca. Senden Sie einfach bis spätestens Freitag 12 Uhr Ihre Lösung an studio@laendletv.com. Alle Infos zum Gewinnspiel gibt's im Internet auf unserer Homepage www.laendletv.com. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 13 und 23 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südost. Eine Gewitterstörung erfasst am Mittwoch das Ländle und bringt schon am Vormittag nur mehr wenig Sonne, recht dichte Wolken und erste gewittrige Schauer. Am Nachmittag und in die Nacht hinein regnet und gewittert es dann recht verbreitet und in vielen Regionen auch ergiebig. Tiefstwerte am Mittwoch 9 bis 16 Grad, Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Am Donnerstagvormittag kommt es noch oft zu Schauern. Am Nachmittag ziehen diese immer mehr ins Gebirge zurück und es lockert auf. Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 17 und 21 Grad. Am Freitag erwartet uns ein recht freundlicher Tag mit viel Sonnenschein. Die Quellwolken ziehen sich zurück und die Schauerneigung ist nur mehr gering. Und am Samstag ist es heiter bei Temperaturen von 18 bis 25 Grad.